Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Wir sind immer noch mit derselben Lehrrede beschäftigt, mit denen wir uns schon die letzten 2 Monate beschäftigen, jeden Mittwoch. Und die heißt, ohne Übung kein Fortschritt. Und ich möchte einmal jetzt erklären, was eigentlich Fortschritt bedeutet. Und auch vielleicht, was eigentlich Übung bedeutet. Erstmal, was Fortschritt bedeutet. Fortschritt bedeutet, dass wir in uns eine viel größere Gelassenheit verspüren. Dass wir in uns viel mehr Frieden verspüren. Dass wir nicht auf alles reagieren, entweder gedanklich, verbal oder emotionell, meistens emotionell, und dann mit unseren Emotionen nicht fertig werden und sie die Schuld anderen zuschieben, weil wir sie haben. Und das ist so der übliche Tagesablauf. Fortschritt ist, wenn das nicht mehr andauernd passiert, sondern wenn eine innere, nicht nur Gelassenheit, sondern auch ein inneres Glücksgefühl sich entwickelt hat, was nicht abhängig ist von den Dingen, die um uns herum vorgehen. Vor allen Dingen andere Menschen. Was sie sagen oder was sie tun. Unser Glück hängt nicht davon ab. Wir spüren unser Glücksgefühl ohne jeglichen äußeren Grund. Das ist Fortschritt. Fortschritt ist auch, wenn wir der absoluten Wahrheit näher kommen und uns nicht mehr mit diesen Oberflächlichkeiten abgeben, mit denen die Menschheit ständig von morgens bis abends zu tun hat. Die Oberflächlichkeiten sind alle auf der materiellen Ebene. Das bedeutet nicht immer Geld oder Besitztum. Die materielle Ebene bedeutet Dualismus. Ich will's haben, ich will's loswerden. Ich hab's gern, ich kann's nicht leiden. Es gehört mir, es gehört dir. Ich hab's in der Vergangenheit, ich will's in der Zukunft bekommen. Das ist die materielle Ebene. Das muss nicht etwas sein, was ich besitze oder besitzen möchte. Es muss nicht sein etwas, was mit Geld zu tun hat. Es ist einfach der Dualismus, dass wir uns nicht integriert fühlen in das Geschehen. All das gehört dazu. Es gehört dazu, dass wir haben wollen, instead of geben wollen. Wenn sich unser ganzes Denken und Fühlen geändert hat, das ist Fortschritt. Dieser Fortschritt ist deutlich zu spüren in einem selber. Man kann den deutlich merken. Man weiß, dass man anders sich fühlt und auch anders reagiert. Diese Art Fortschritt ist nur möglich mit Übung. Und zwar mit ständiger Übung. Und es hat keinen Sinn zu hoffen, zu wünschen, sich etwas vorzumachen, dass man es bereits gemacht hat, wo man es begriffen hat. Sobald man Unruhe in sich verspürt, hat man keinen Fortschritt gemacht und hat nicht genug geübt. Sobald man glaubt, dass andere irgendetwas dazu beigetragen haben, dass man Unruhe hat und keinen Frieden. In dem Moment hat man keinen Fortschritt gemacht. Man hat einfach nicht geübt. Der Buddha nennt dieses Üben in dieser Lehrrede die Geistesschulung. Die Geistesschulung besteht aus 2 Dingen, die man machen muss, wenn man die Geistesschulung haben möchte.
Als Kinder hat man uns in die Schule geschickt und wir sind gegangen, weil wir mussten. Hier ist die Geistesschulung freiwillig. Und daher machen es die meisten Menschen nicht. So einfach ist das. Wäre die Schulzeit für uns freiwillig gewesen, wer wäre da hingegangen? Sehr wenige. Es gibt immer so ein paar Streber, aber nicht sehr viele. Die meisten wären lieber schwimmen gegangen oder Radfahren. Und heute ist genau dasselbe. Wer will Geistesschulung? Sehr schön, wenn es einer hat. Wunderbar, hört sich herrlich an. Aber machen? Das ist wieder was anderes. Und da es jetzt freiwillig ist, oder man glaubt, es ist freiwillig, wird es einfach nicht gemacht. Es ist insofern freiwillig, dass unser eigener Wille sich da breit macht. Aber im Prinzip haben wir überhaupt keine Wahl. Wenn wir daran interessiert sind, inneres Glück und inneren Frieden in uns zu spüren, vollkommen unabhängig von allem, was um uns herum vorgeht, dann haben wir keine Wahl. Dann ist es nicht mehr freiwillig, sondern dann ist es überhaupt der einzige Weg. Denn unser Geist macht uns glücklich oder unglücklich. Auch das müssen wir erstmal merken. Und das merken wir mit Achtsamkeit, indem wir in uns hineinschauen. Die beiden Wege, die Geistesschulung bedeuten, sind Meditation und Kontemplation. Es sind zwei verschiedene Wege. Und ich werde sie kurz erklären. In der Meditation versuchen wir, und ich sage ganz absichtlich versuchen, versuchen wir, den Geist zur Ruhe zu bringen. Den meisten Menschen gelingt das durch ständige Übung nach einiger Zeit. Wie lange diese einige Zeit ist, ist unmöglich vorauszusagen. Wenn der Geist wirklich zur Ruhe gekommen ist, dann berührt er andere Bewusstseinsebenen. Dann beschäftigt er sich nicht mit dem alltäglichen Dualismus. Diese Ruhe, von der ich spreche, hat verschiedene Faktoren, auf die ich hier nicht im Einzelnen eingehen will, aber sie macht es uns möglich, unseren Geist in einer anderen Art und Weise einzusetzen, als wir es im Allgemeinen tun. Die Art und Weise, wie wir im Allgemeinen unseren Geist einsetzen, ist, dass er uns etwas schaffen soll. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. In der Meditation hat der Geist nur eine einzige Funktion, und das ist Loslassen. Genau das Gegenteil. Er braucht gar nichts zu schaffen. Denn sollten wir loslassen können, dann haben wir bereits den Geist so, wie er eigentlich gemeint ist. Alles andere, was wir in unserem Geist herumtragen, das haben wir uns selber ausgedacht. Das ist nicht die Natur der Dinge. Die Leistung, das Bekommen, das Werden, irgendetwas darstellen, die Behauptung, alles das haben wir uns selbst ausgedacht. Und vor allen Dingen das haben wollen. In der Meditation ist nichts davon sinnvoll. Es muss alles losgelassen werden. Nur dann kann der Geist zur Ruhe kommen. Die meisten Menschen, wenn sie sich überhaupt überlegen, wieso sie meditieren wollen, und nicht nur einfach
dieses Wort einmal aufnehmen und denken, ach, das hört sich gut an, vielleicht mache ich das, sondern sich mal überlegen, wieso wollen zur Ruhe kommen. Leider genügt der Wunsch nicht. Da muss man arbeiten dran. Hier in dieser Lehrrede hat der Buddha diesen Wunsch damit verglichen, dass eine Henne auf ihren Eiern sitzt und aber sie nicht genügend bebrütet oder erwärmt und nicht genügend zur Entwicklung bringt und sich wünscht und wünscht, dass ihre Küken aus den Eiern schlüpfen, aber nichts passiert, weil sie nicht stetig und mit Ausdauer ihre Arbeit verrichtet hat. Hätte sie das getan, kommt das gegenteilige Gleichnis, dann braucht sie es gar nicht zu wünschen, dann passiert es von ganz allein. Natürlich ist es nicht ganz genau so mit uns. Denn dass eine Henne auf ihren Eiern sitzt und Küken ausbrütet, ist instinktmäßig. Und leider ist unser Instinkt nicht darauf gerichtet, uns aufs Meditationskissen zu setzen und da sitzen zu bleiben. Wenn das so wäre, dann würde uns die ganze Sache leichter fallen. Im Gegenteil, unser Instinkt ist darauf ausgerichtet, dass wir Abwechslung suchen. Und genau das macht der Geist in der Meditation. Er sucht sich Abwechslung, erzählt Geschichten. Und diese Geschichten, die müssen dann eines Tages mal aufhören, damit der Geist zur Ruhe kommen kann. Hat er das erreicht, hat er die Ruhe erreicht, dann ist er ein geeignetes Werkzeug für die Kontemplation. Und da wir aber nicht darauf warten können, bis er sich nun endlich einmal besonnen hat und Ruhe gibt, so üben wir im Allgemeinen immer beides. Auch mit einem Geist, der nicht vollkommen zur Ruhe gekommen ist, ist die Kontemplation schon etwas gewinnbringend. Je ruhiger der Geist ist, desto gewinnbringender ist die Kontemplation. Die Kontemplation ist auf Einsicht ausgerichtet. Die Meditation, wenn wir von der Ruhemeditation sprechen, im Allgemeinen darauf, dass der Geist neue Bewusstseinsebenen kennenlernt. In der Kontemplation, die auf Einsicht ausgerichtet ist, ist es nicht mit diskursivem Denken verbunden, sondern es ist ein in sich spüren und einmal feststellen, was die wirkliche Wahrheit in uns selber ist und nicht das, was wir in der Umwelt um uns herum zu hören und zu sehen bekommen. Und nicht das, was wir in unserer Umwelt kaufen können, sondern was wirklich in unseren Herzen vorgeht. Und dann, mit diesem Erkennen, einmal vielleicht eine Möglichkeit finden, dieses Erkennen des Negativen zu läutern, dann haben wir einen spirituellen Pfad. Wenn wir das nicht tun, bleiben wir auf der materiellen Ebene, wo wir sowieso sind, da wir einen Körper haben, der Materie ist, aber unser Geist und unser Herz sind spirituell. Und im Prinzip leben wir alle so, wie wir uns fühlen. Das heißt also, wenn wir uns nicht üben in der Läuterung, wenn wir uns nicht üben in der Geistesschulung, dann bleibt alles so, wie es immer war. Sollten wir zufrieden sein mit dem, wie es immer war, dann ist keine Notwendigkeit für die Geistesschulung. Dann können wir gleich dabei bleiben, so wie es immer war. Und noch etwas mehr Abwechslung suchen vielleicht.
weil ja die Abwechslung, die wir schon hatten, langweilig wird, müssen ja eine neue haben. Wir können ja nicht bei derselben bleiben. Müssen wir was anderes suchen. Aber es wird genug geboten. Aber sollten wir vielleicht doch nicht ganz zufrieden sein, denn zufrieden bedeutet, dass wir zum Frieden gekommen sind, dann allerdings können nur wir selbst etwas unternehmen. Der Buddha hat sich selber einen Wegweiser genannt. Der beste Wegweiser nutzt nichts, wenn man ihm nicht folgt. Wir können Wegweiser an jeder Ecke aufstellen. Und wenn wir dann unseren eigenen Ideen folgen, wo eigentlich der Weg lang geht, dann ist es vielleicht anzunehmen, dass wir den Platz, den wir suchen, gar nicht finden. Aber ein Wegweiser kann nicht den Weg für uns gehen. Und daran scheitert das Üben. Keiner tut's für uns. Wir müssen es selber tun. Und es ist nicht immer ohne Mühe, aber es ist immer gewinnbringend. Und zwar aus einem Grund ist es immer gewinnbringend, weil wir wissen, dass wir etwas tun, was weit über die materielle Ebene hinausgeht, den höchsten Idealen folgt und etwas tun, was uns zu einer Bewusstseinsebene führen kann, die ganz anders aussieht als die, die wir kennen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie eine andere Bewusstseinsebene aussehen soll, wenn man sie noch nicht gehabt hat. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie es ist, erwachsen zu sein, wenn man ein Kind ist. Es ist sehr schwer, sich etwas vorzustellen, was man noch nicht mitgemacht hat. Daher ist unser bester Ansporn unsere Unzufriedenheit. Aber nicht die Unzufriedenheit, die sich auf materieller Ebene breit macht. Ich möchte doch noch etwas mehr haben, mehr bekommen, mehr sein, etwas bedeutsamer sein, wichtiger sein, anerkannter sein, mehr geliebt werden. Auf der Ebene ist kein spiritueller Fortschritt. Der Buddha hat viele Dinge gelehrt, die schon immer in seinem Umfeld gelehrt wurden. Er hat zum Beispiel nicht die Meditation erfunden. Die hat schon, von der wissen wir schon, 2500 Jahre vor ihm. Aber eine Sache hat er gelehrt, die ganz eigen ist für ihn. Und er wurde auch mit diesem Namen bezeichnet. Er hat gelehrt, was auf Pali Anatta heißt und wurde der Anattavadin genannt. Vaden heißt der Lehrer des Nicht-Ichs. Atta ist Ich und An ist Nicht. Und so nannte man ihn den Lehrer des Nicht-Ichs. Wobei wir hier bei dieser Lehrrede stehen geblieben sind die sieben Glieder der Erleuchtung. Es sind in der ganzen Geistesschulung 37 Erleuchtungsglieder erwähnt. Und daher dauert es auch so lange, bis wir mit dieser Lehrrede fertig werden. Sollten wir diese 37 Erleuchtungsglieder in uns selber vervollkommnet haben, dann brauchen wir nichts weiter zu lernen oder zu lesen. Aber selbst das Erklären dauert schon lange genug. Und wir waren jetzt stehen geblieben bei den sieben Gliedern der Erleuchtung, wovon wir die ersten zwei waren Achtsamkeit, das heißt auf sich selber aufpassen, in sich schauen. Und das bedeutet nicht, dass wir mit uns unzufrieden werden oder dass wir selbst zufrieden sind, sondern es bedeutet erkennen. Und wenn wir erkennen, was in uns vorgeht,
dann können wir auch etwas läutern und wachsen, Fortschritt machen. Und der zweite war die Willenskraft, was nicht zu verwechseln ist mit Wollen. Ich möchte etwas haben. Nein, die Willenskraft, die uns sozusagen unterstützt bei dem, was wir machen. Und das dritte ist die Untersuchung der drei Daseinsmerkmale. Und die drei Daseinsmerkmale heißen Vergänglichkeit, Unerfülltheit, Unzufriedenheit. Auf Pali heißt es Dukkha, hat eine lange Liste von Übersetzungen, Kummer, Schmerz, Leid. Aber vor allen Dingen bedeutet es das Unerfülltsein. Und das dritte ist das Nicht-Ich. Das Nicht-Ich, die anderen beiden haben wir schon besprochen, die Vergänglichkeit und das Dukkha. Das Nicht-Ich bedeutet mehr als nur Ich. Es bedeutet Substanzlosigkeit. Und es ist vergleichbar mit dem Schälen einer Zwiebel. Und jeder, der schon mal eine Zwiebel bis zum Ende geschält hat, weiß, dass da nichts übrig bleibt. Und dennoch sieht eine Zwiebel sehr kompakt und solide aus und fühlt sich auch kompakt und solide an. Aber wenn man die Haut nach Haut, Schale nach Schale auseinandernimmt, ist innen gar nichts. Und das ist die Substanzlosigkeit. Die Zwiebel ist nur ein Gleichnis dafür. Diese Substanzlosigkeit ist eins der drei Daseinsmerkmale. Und die Besonderheit der Lehre des Buddha. Denn er hat sich, bevor er erleuchtet war, überlegt, dass alle Menschen Kummer haben. Auf irgendeine Art und Weise. Auf jeden Fall haben sie Verfall, Altern und Tod. Da kommt man überhaupt nicht drum hinweg. Und das ist immer mit irgendwelchen Schwierigkeiten verbunden. Und da hat er sich entschlossen, die Ursache zu finden dafür und auch die Lösung. Wie es möglich sein könnte, ohne jegliche Angst vor Verfall, Altern und Tod zu leben und auch es nicht immer wieder zu erleben. Und durch seine Meditation und Kontemplation hat er die Antwort gefunden und hat uns versprochen, dass wir dasselbe Glück finden können, wenn wir lernen loszulassen. Die Lehre der Substanzlosigkeit der eigenen Person ist die Hauptsache dabei. Und diese Substanzlosigkeit der eigenen Person hat natürlich einen sofortigen Widerstand bei fast jedem. Ich möchte sagen jedem, aber es ist immer sicherer, wenn man sagt fast jedem. Weil man sich ja einredet, wenn ich substanzlos bin, dann bin ich ja so unwichtig. Und ich möchte doch gern wichtig sein. Und daher geht es einem gegen den Strich. Aber es bedeutet weder Wichtigkeit noch Unwichtigkeit. Jedes Gänseblümchen hat Daseinsberechtigung und verschönert die Wiese. Aber wie wichtig ist das Gänseblümchen? Ist es wichtig oder ist es unwichtig? Weder noch. Es gehört dazu. Das heißt also, dass wir uns
von den hergebrachten Ansichten und Meinungen loslösen müssen, wenn wir einer absoluten Wahrheit näher kommen wollen und wirklich das Glück des inneren Gleichmuts erleben wollen. Die hergebrachten Ansichten und Meinungen sind dualistisch. Da bist du und da bin ich, da sind sie und da sind wir. Und das hätte ich gerne, das möchte ich loswerden. Und in diesen dualistischen Meinungen ist ein Ich, das diese Meinung hat. Dazu brauchen wir Meditation und Kontemplation, um einmal dahinter zu kommen, ob dieses Ich, das eine Meinung hat, eventuell nur eine Idee ist und gar keine Wirklichkeit. Und zuerst muss man gewillt sein, loszulassen von allem anderen, wo man anfängt zu sagen, ja, aber, wenn ich es nicht bin, wer soll's denn sein? Ja, wieso muss es denn ein Wer sein? Könnt's nicht ein Was sein? Das ist doch nur eine hergebrachte und immer wiederholte Meinung. Weiter gar nichts. Aber da wir so entsetzlich viel Wünsche haben, wer wir sein wollen, was wir sein wollen, was wir haben wollen, was wir werden wollen, was wir bekommen wollen, so kommt uns nicht in den Sinn, einmal zu fragen, was bin ich? Sondern es ist immer, wer? Es handelt sich im Allgemeinen die ganze Zeit um wer. Es ist aber nicht nötig, so zu fragen. Wir können uns auch ganz andere Fragen stellen. Wir können uns zum Beispiel die Frage stellen, ob dieser Körper, mit dem wir doch sehr, sehr viel zu tun haben, beinahe ausschließlich um uns ihn kümmern, ob der ich ist. Und die erste Antwort ist natürlich, natürlich, wer sonst? Ist das wirklich so? Wenn das stimmt, dann sind wir in diesem Leben, ganz egal wie kurz oder lang dieses Leben schon war, Hunderte, wenigstens Hunderte von verschiedenen Ichs gewesen. Da sollte man sich nur seine alten Fotoalben ansehen dazu. Und wir haben ständig Angst, dass diese Idee des Ichs nicht unterstützt wird. Irgendjemand soll uns bestätigen, dass wir wirklich jemand sind. Selbst kriegen wir das scheinbar nicht fertig. Obwohl wir fest daran glauben, dass hier ein Ich ist, suchen wir Bestätigung. Und diese Bestätigung suchen wir natürlich bei anderen Menschen, das ist klar. Wo sonst? Kriegen wir sie nicht, können wir sehr leicht ärgerlich werden. Das passiert sehr häufig, dass wir sie nicht bekommen. Das liegt natürlich daran, dass der andere auch die Bestätigung sucht und gerade nicht gewillt ist, sie zu geben, sondern will sie auch haben. Und wenn das zeitlich aufeinander trifft, dann haben wir schon Ärgernis. Aber nicht nur, dass wir die Bestätigung suchen, dass andere uns bestätigen. Nein, auch durch die Dinge, die wir tun und die von irgendeiner Seite gelobt werden sollen. Und auch die Menschen, die wir kennen, nicht nur bestätigen, nein, sie sollen uns auch sogar noch lieben. Wir haben also eine Menge Wünsche,
die sehr häufig nicht erfüllt werden. Und dann leben wir mit Enttäuschungen oder aber wir beschuldigen andere, dass es nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich gern hätten. Es kann nicht so funktionieren, wie wir es gern hätten, weil wir uns in eine Fantasiewelt verrannt haben. Alle, die ganze Menschheit, immer schon, leben in einer Fantasiewelt, in der die Fantasien natürlich in unserem Gedenken sind und daher in Wirklichkeit gar nicht zum Ausdruck kommen können, weil sie einfach im Denken sind. Wenn wir uns also erst einmal über unseren Körper einig werden, dann wird natürlich fast jeder sagen, naja, ich bin ja nicht nur der Körper. Muss man erstmal untersuchen, ob wir wirklich der Körper sind. Sollten wir der Körper sein? Wieso macht er so oft Dinge, die uns gar nicht passen? Wenn das ich bin, wieso habe ich nicht die Fähigkeit dann, das zu dirigieren, was der Körper macht? Der wird krank, der fühlt sich nicht gut, er wird immer älter, garantiert. Und eines Tages kann man es nicht mehr verheimlichen. Man kann eine Weile lang so tun, als ob. Aber eines Tages ist aus. Und dann stirbt er. Ganz garantiert. Und wenn ich das wäre, würde ich das alles zulassen? Oder hätte ich da andere Ideen? Und da wir im Prinzip ganz andere Ideen haben, sind wir ständig in einer Situation, wo unsere Wünsche unerfüllt bleiben. Also wir haben absolute Unzufriedenheit. Aber wir merken das nicht, weil wir so gewöhnt dran sind. Wir glauben, wenn wir uns von außen noch etwas Neues zukommen lassen, was Neues finden, irgendwelche neuen Ideen oder neue Lernobjekte oder irgendetwas, neue Reisen, irgendwas, neue Diäten und was immer wir uns da ausdenken, dann wird's schon okay werden. Dann kriege ich meine Wünsche erfüllt. Ausgeschlossen. Unsere Wünsche sind total unrealistisch. Die leben in einer Fantasie. Daher, Kontemplation. Ist dieser Körper wirklich ich? Aber diese Kontemplation wird erst richtig gewinnbringend, wenn der Geist die Fähigkeit hat, sich zu konzentrieren. Denn wenn er sich nicht konzentriert auf dieses eine Thema, dann fängt er an, Geschichten zu erzählen. Auch in der Kontemplation, genau wie in der Meditation. Und dann bleibt er dabei, vielleicht eine Minute oder zwei. Aber in ein oder zwei Minuten kann man nicht die Wahrheit erkunden. Da braucht man länger dazu. Sodass unser erster Angriff auf die Geistesschulung immer die Konzentration des Geistes ist. Das heißt, dass wir zur Ruhe kommen. Wenn wir die Kontemplation unternehmen wollen und der Geist ist noch nicht zur Ruhe gekommen, so müssen wir vorlieb nehmen mit dem, was er kann. Wenn immer liebevoll, aber sehr bestimmt dahin zurückbringen, wo wir ihn haben wollen. Wenn wir den Körper untersuchen, und es ist das erste Untersuchungsobjekt, ob das wirklich ich ist, und wir kommen dazu, zu erkennen, dass es vielleicht doch nicht so ist, wie ich gedacht hatte, dann muss natürlich das nächste Untersuchungsobjekt der Geist sein. Und auch da geschieht genau das, was ich über den Körper gesagt habe. Der Geist macht andauernd, was er will. Er bleibt auch nicht, erstens einmal, bei dem Thema, das wir uns ausgesucht haben, und zweitens einmal bringt er Unglück
statt Glück. Er erzählt uns Dinge, die wir glauben, auf die wir reagieren, die weder uns noch unsere Umwelt glücklich machen. Wir ärgern uns. Wir lehnen ab, wir haben Widerwillen, sind trotzig, neidisch, stolz. Nichts davon macht uns selbst glücklich. Nichts davon macht unsere Umwelt glücklich. Und dennoch macht unser Geist das. Wieso? Wieso macht er das? Da kann man dazu antworten, das ist die fehlende Geistesschulung. Der Körper, der wird nie genau das machen, was wir wollen. Ein Sterben wird er auf jeden Fall. Aber der Geist kann eines Tages so geschult sein, dass er uns nicht mehr unglücklich macht. Aber dazu müssen wir üben, praktizieren. Aber wenn wir uns den Geist anschauen, so wie er jetzt im Moment ist, dann müssen wir uns fragen, wieso glauben wir, dass das, was ich da denke, ich ist? Wieso glaube ich, dass es mir gehört? In der konventionellen Sprache gibt es keine Möglichkeit, dem Ich, dem Mein und dem Mir auszuweichen. Aber in unserem Denken und unserem Verstehen gibt es eine Möglichkeit. Und dann ist der nächste Schritt, wenn wir das untersuchen, einmal zu versuchen zu erkennen, ob diese Idee, dass diese Gedanken und Gefühle und Emotionen mir gehören und mein sind, ob uns das beglückt. Oder ob das immer etwas übrig lässt, was unerfüllt ist. Oder ob da ein totales Glücksgefühl in uns entsteht. Ob da totaler Frieden in uns entsteht. Und je mehr wir das untersuchen, und das kann man nicht von einem Tag zum anderen, aber dieses Thema gehört mit vor allen Dingen an zur Buddha-Lehre. Wenn wir das untersuchen und immer wieder untersuchen, dann spüren wir ganz deutlich, dass dieser Besitzanspruch, den wir stellen an die Gedanken und Gefühle und an den Körper, die Ursache sind für alle Schwierigkeiten. Es gibt keine anderen. Und diese Ursache einmal zu finden, das ist ein großes Glück. Dass man dann diese Ursache nicht gleich los wird, das ist eine zweite Sache. Aber das überhaupt erstmal zu erkennen, das ist der größte Segen, den wir haben können. Zu erkennen, dass dieser Besitzanspruch, den wir stellen, dass das hier mein Eigen ist, dass das uns in alle Probleme reinwirft, in jegliche Schwierigkeit, die es auch nur gibt, klein, mittel oder groß, dann haben wir die Wahrheit gesehen. Was uns der nächste Schritt wahrscheinlich bringen wird, wenn die Meditation funktioniert, aber nur dann, ist, dass wir wenigstens in der Meditation diese individuelle Sicht des separaten Ichs nicht mehr haben, sondern zu einer universellen Sicht kommen, wo wir uns integriert fühlen in alles, was existiert. Wenn wir uns integriert fühlen, dann sind wir schon dabei, dass wir dieses separate Ich nicht mehr ganz so ernst nehmen. Wenn die ganze Umwelt, alles was existiert und alles was unser Bewusstsein überhaupt aufnehmen kann, mit uns ist, zusammen mit uns und nicht außerhalb von uns selbst, dann fühlen wir uns ganz anders. Und wenn wir uns in dieser Art und Weise anders fühlen, dann haben wir eine Möglichkeit, auch im Alltag
dieses Gefühl immer wieder hochzubringen. Denn das, was wir in der Meditation oder in der Kontemplation erkennen, wenn das nur dort bleibt und nicht im Alltag verwendet werden kann, dann haben wir es umsonst gemacht. Dann müssen wir es immer wieder neu machen und wir haben nicht den Gewinn davon. Aber wenn wir erkannt haben, dass da eine absolute Zusammengehörigkeit ist, und in dieser Zusammengehörigkeit wir uns auch viel angstfreier fühlen als in dieser Separierung, dann wissen wir, dass das ist der richtige Weg. In unserer Separierung voneinander fühlen wir uns bedroht. Wir fühlen uns bedroht von anderen, die uns nicht anerkennen. Und das sind ja Millionen, kennen uns, weder kennen sie uns, noch anerkennen sie uns. Wir fühlen uns bedroht von der Möglichkeit des Sterbens, die ständig besteht. Wir fühlen uns bedroht von den Dingen, die wir nicht haben wollen. Krankheit, Armut, Ärger, alle die Dinge bedrohen uns. Aber wenn wir uns integrieren in alles, was um uns herum existiert, kann uns nichts bedrohen, weil alles gehört mit dazu, zu dem, was wir Ich nennen. Dann ist es so, als wäre, auf der einen Seite kann man sagen, dass das Ich sich so ausgedehnt hat, dass es alles mit einschließt, oder aber, dass alles, was existiert, dieses kleine Ich mit einschließt. Meditativ, auf jeden Fall erfahrbar, kontemplativ, erkennbar, aber dazu braucht man Geistesschulung. Die Schule des Geistes, die Wissenschaft des Geistes, ohne die dieser Schritt zur Harmonie und dieser Fortschritt nicht möglich ist. Die Harmonie, die wir immer glauben, die von anderen gestört wird. Die Harmonie, die wir in uns selbst so schaffen müssen, dass sie unzerstörbar ist. Und wenn wir das einmal durch das Integrieren in das Universelle geschafft haben und diese Harmonie in uns nicht mehr zerstörbar ist, dann haben wir auch die Möglichkeit, einmal zu erkennen, dass wichtig oder unwichtig, da ist kein separates Ich. Da ist nur die Idee des separaten Ichs. Und diese Idee, mit der jeder lebt, ist ein Fehlgedanke. Weiter gar nichts. Sollten wir den Gedanken ablegen wollen, können wir das gerne tun. Aber das genügt nicht. Wir müssen es auch noch empfinden. Denn jeden Morgen, wenn wir aufstehen, empfinden wir ganz deutlich, das bin ich. Und jetzt fängt der Tag für mich an. Da braucht noch nicht einmal jemand uns bestätigen, dass wir selbst das sind, der aus dem Bett aufsteht. Wir brauchen es uns auch gar nicht selbst zu bestätigen. Wir wissen ganz genau, ich bin aufgestanden, weil wir es fühlen. Wir brauchen es nicht zu denken. Daher ist dieser Weg ein Weg des Spürens, Empfindens, Fühlens. Was uns dabei hindert, die ganze Zeit, ist nicht nur der Fehlgedanke, der natürlich sozusagen wie ein roter Faden durch unser Leben läuft, sondern unsere ewigen Reaktionen. Wir sind ständig beim Reagieren. Stattdessen sollten wir mal anfangen,
individuell zu denken, das heißt wirklich einmal Aktion vorzunehmen und nicht Reaktion. Wir reagieren auf alles, was um uns herum vorgeht. Da haben wir dann weder Kraft noch Zeit, in uns hineinzugehen und zu sehen, ob das überhaupt stimmt, was wir da machen. Alle machen's. Man muss sich doch behaupten irgendwie. Wer sagt, man muss? Wer hat sich das ausgedacht? Ich kann mich genau erinnern, wie ich ein Kleinkind war und meine Mutter zu mir gesagt hat, das macht man nicht. Wie ich zu ihr gesagt habe, wer ist denn dieser Mann? Und das frage ich heute noch. Wer ist Mann? Mann muss so sein. Man kann ganz anders sein. Und das ist vielleicht ein springender Punkt. Wenn wir einmal uns hinsetzen, und der Geist ist noch nicht zur Ruhe gekommen, aber wir setzen uns hin, um nach innen zu gehen. Und merken einmal nur, dass wir sind. Weiter gar nichts. Weder was wir wollen, noch was wir nicht wollen. Sondern nur sind. Und dann von dem Ausgangspunkt einmal hineinspüren in sich selber und feststellen, wer ist das, der da ist, der das Sein gespürt hat. Und wenn wir das tun und es richtig machen, nicht gleich mit ganz facilen Antworten kommen, dann rütteln wir ganz bestimmt an dieser Meinung und an diesem Gefühl. Es braucht viel Übung. Und der Weg der Übung sind die Dinge, die der Buddha als Methoden uns gegeben hat. Und diese Methoden sind die Meditation und die Kontemplation. Aber wir können ganz leicht feststellen, wie sehr wir mit dem Ich verhaftet sind. Je mehr Angst wir vom Tod haben. Und einfach zu sagen, ach, ich habe gar keine Angst vor dem Tod, sondern nur vor dem Tod meiner Lieben, genügt nicht. Sondern sich einmal wirklich klar machen, wie sehr hafte ich daran, dass ich da bin. Erst wenn wir das Sterben als ganz natürlich sehen, können wir auch ganz natürlich leben. Alles andere ist Krampf. Und dieser Krampf bringt derartig viel Unannehmlichkeiten mit sich. Man kann sie gar nicht alle beschreiben. Und da die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie da für einen Krampf leben, merken sie es gar nicht. Die Unzufriedenheit bringt sie dazu, neue Dinge zu suchen. Was natürlich richtig ist. Aber das Neueste, was wir finden können, ist in uns selbst enthalten. Wir haben all das in uns, was wir da draußen suchen, was uns ein anderer erzählen soll, was ein anderer uns beschreiben soll, erklären soll. Alles ist drin. Alles ist in uns vorhanden. Das heißt also, dass das in uns gehen das Wichtigste ist, was wir tun können. Jeder Mensch sollte tagtäglich dafür Zeit geben. Genügend Zeit. Und wenn er nichts finden kann in sich, immer weiter üben. Immer wieder üben. Bis er die Emotionen und die Reaktionen alle kennenlernt. Denn die kommen ja tagtäglich hoch. Die sind ja von morgens bis abends vorhanden. Das heißt also, wenn man sich einmal ruhig hinsetzt, vielleicht am Anfang nur 10 Minuten und dann länger natürlich, und nur einmal schaut, kann ich dieses Sein verspüren? Und wer ist denn das? Wo sitzt denn dieses Ich?
mit dem ich die ganze Zeit zu tun habe, das immerzu etwas will, wollen oder loswerden wollen, das immerzu mir vorgaukelt, es sei der Mittelpunkt der Welt. Ich glaube, wir haben 6 Milliarden Mittelpunkte der Welt. Und jeder von diesen Mittelpunkten sieht alles andere als die Kulisse. Wenn man das jetzt etwas verschiebt, kann man selber die Kulisse werden. Braucht nicht der Hauptdarsteller zu sein. Hat man viel weniger Ärger. Das bedeutet nicht, dass man seine Arbeit aufgeben muss oder seine Familie. Überhaupt nicht. Es bedeutet nur, dass man sich integriert und nicht immer nur ich denkt. Da gibt es viele Möglichkeiten, die der Buddha aufgezeigt hat. Und wir werden auch von diesen vielen Möglichkeiten sprechen, denn sie sind noch in den Gliedern der Erleuchtung enthalten. Erstens einmal die Meditationsstufe und dann vor allen Dingen der edle achtfache Pfad. Dieser edle achtfache Pfad ist ein Aufzeigen des Weges, wie man eines Tages zu der Einsicht kommen kann, und das ist das Ausschlaggebende, die Einsicht, dass wir hier alle miteinander wohl Schöpfung sind, aber nicht separate Schöpfung. Wissenschaftlich ist das längst bestätigt, aber das interessiert uns überhaupt nicht, braucht uns auch nicht zu interessieren, denn wir können es meditativ erfassen. Und erst dann, wenn wir das erfasst haben, oder kontemplativ, aber dazu gehört auch die Meditation, aber erst wenn wir das erfasst haben, haben wir die Möglichkeit, ganz anderen Weltblick zu haben. Dann sehen wir die Dinge, die wir täglich machen, als notwendige Verpflichtungen, aber nicht als unser Leben. Unser Leben liegt dann auf einer anderen Ebene und unsere Lebensqualität liegt auf einer anderen Ebene. Und das, was uns wirklich bewegt, ist ganz etwas anderes, als was uns bis dahin im täglichen Leben bewegt hat. Denn was uns im täglichen Leben ständig bewegt, ist, wie weit dieser Hauptdarsteller auch beklatscht wird. Und wie weit dieser Hauptdarsteller auch weiter seine Position halten kann. Und wie weit dieser Hauptdarsteller, der ich heißt, da auch in der Mitte stehen kann. Das bewegt uns. Das bedeutet nicht, dass wir dann nachher sozusagen eine Fußmatte sind, auf der andere sich abtreten können. Im Gegenteil. Alles ist ich und ich ist alles. Und dieses Ich, was alles ist, lässt man dann auch noch fallen. Und am Ende ist nur noch alles ist. Und das stimmt dann. Alles ist. Aber dazu muss man langsam kommen. Und in einer Stunde, so wie heute Abend, sind das nur, wie kann man sagen, Anzeichen oder Deutungen, wohin die Lehre führt. Und wenn alles ist, so wie es ist, und ich nicht mehr mich da hineinzwänge, in das alles ist. Kein Zwang, kein Krampf. Es fließt. Zwang und Krampf kommt nur daher, weil wir uns etwas ausgedacht haben, was nicht stimmt. Und was niemals uns befriedigen kann. Dieser Hauptdarsteller wird ständig von anderen Hauptdarstellern geschubst. Die wollen auch in die Mitte von der Bühne. Und wenn wir das erst einmal so sehen, dass die ganze Geschichte eine Bühne ist,
Und dass es ganz egal ist, an welcher Stelle wir stehen, die Bühne ist sowieso da, dann haben wir schon einen großen Schritt getan. Diese Körperuntersuchung hat als Gleichnis die Zwiebel. Ein sehr gutes Beispiel, weil es passt genau dahin. Bei dem Geist können wir das nicht verwenden, dieses Gleichnis. Bei dem Geist ist nur zu verwenden, wieso rede ich mir ein, dass mir das gehört? Und wie wir fragen, ist egal. Hauptsache, wir befragen. Und nehmen nicht die Dinge, so wie sie auf der Oberfläche aussehen, und versuchen, auf dieser Oberfläche dann uns irgendwie zufriedenzustellen, sondern versuchen, in die Tiefe zu gehen. Das ist die Geistesschulung. An dieser Geistesschulung hat Ruhe und Einsicht. Samatha und Vipassana auf Pali. Und Samatha ist die Ruhe und dasselbe Wort wie Samadhi. Und Vipassana heißt wörtlich übersetzt Klarblick. Klar blicken. Sehr schwierig. Weil wir haben einen Schleier von Ideen, der alles vernebelt. Und vor allen Dingen haben wir, und das ist das Schlimmste dabei, einen Haufen von Emotionen, die alles vernebeln. Und wenn wir die immer wieder hervorkramen und immer wieder benutzen, und im Allgemeinen machen das die meisten Menschen, dann ist Klarblick überhaupt nicht möglich. Das heißt also, die Meditation muss uns erst einmal zur Ruhe bringen, zur wirklichen Ruhe. Und dann ist Klarblick möglich. Und wenn Klarblick gekommen ist, dann ist weder Angst vor anderen, noch Angst vorm Tod, noch Angst vor den Dingen, die uns nicht gefallen. Der Klarblick nimmt das alles weg. Und wenn die Angst weggenommen ist, dann kann man endlich mal in Ruhe leben. Und das ist, was der Buddha mit Fortschritt bezeichnet. Es wäre genug für einen Abend, wenn Fragen sind, so wäre jetzt die Zeit dazu. Also in der Meditation, oder besser gesagt in der Kontemplation, wird ja das ganze Leben problemlos. Ja, da ist ja alles wunderbar. Man hat die Weite und man geht sich nicht auf die Nerven, man braucht keine Versorgung, braucht keine Güter, nichts bedroht einen. Ja. Das ist an sich ein fantastischer Zustand. Und der beste Fortschritt wäre doch eigentlich, wenn man diesen Zustand beibehalten könnte und sich von dem Körper, der die ganzen Schwierigkeiten meistens mit sich bringt, einfach dann verabschieden könnte. Warum geht das nicht? Der Körper bringt nicht die Schwierigkeiten. Der Geist bringt die Schwierigkeiten. Wenn der Körper Schwierigkeiten macht, dann reagiert der Geist darauf. Die ganzen Schwierigkeiten, die wir haben, kommen alle vom Geist. Natürlich macht der Körper Schwierigkeiten dadurch, dass er Krankheit hat oder Unannehmlichkeiten, aber nur weil der Geist reagiert. Und vom Geist verabschieden? Ja, das geht leider nicht so einfach. Ja, da bist du. Wenn man sich vom Körper verabschiedet hat und nur Geistwesen ist, ja, sowas. Ist auch Dukkha. Der Geist muss es lernen. Der Körper allein, das genügt noch nicht. Der Geist ist derjenige, der die ganze Sache unter sich hat. Also du meinst, weil man in der Meditation, wenn man wirklich konzentriert ist, den Körper nicht mehr spürt. Meinst du deswegen? Ja. Ja, das ist ein sehr angenehmer Zustand. Aber solange der Geist reagiert,
ist eben alles so, dass es mir gehört. Mein Körper und ich reagiere. Der Geist braucht nicht zu reagieren, auch wenn der Körper Schwierigkeiten macht. Da muss man aber lernen. Das kommt nicht von alleine. Was gibt's noch? Noch irgendetwas? Ja. Und zwar untersucht man da immer dann sein Daseinsmerkmal längere Zeit, also die Vergänglichkeit und oder weg, kann man das jedes Mal abwechseln? Kann man abwechseln, aber im Allgemeinen sucht sich jeder ein Daseinsmerkmal aus, das ihn zu der Zeit besonders interessiert und bleibt dabei auch. Aber man kann es auch abwechseln. Wenn man eins der drei Daseinsmerkmale total durchschaut hat, hat man sie alle drei durchschaut. Die führen alle zum selben Resultat. Also es ist nicht ausschlaggebend, welches. Aber man sollte zum Beispiel in einer Kontemplation bei einem bleiben. Dann, das bringt den Geist mehr einspitzig. Noch etwas? Aufstehen und die Beine strecken, ja? Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen in unser Herz hineinschauen und uns vorstellen, dass wir dort ein herrliches Juwel finden. Das Kostbarste, was es gibt, strahlend und leuchtend, vollkommen rein. Ohne jeglichen Makel. Füllt unser Herz aus. Es ist der Samen der Erleuchtung, den wir alle in uns tragen. Und wir fühlen uns beglückt, dass wir dieses Juwel dort gefunden haben. Und wir wenden uns selbst mit Liebe zu, als Träger dieses Samens der Erleuchtung, das Kostbarste, was es gibt. Und füllen und umhüllen uns mit Herzenswärme. Wir wenden uns demjenigen zu, der uns hier am nächsten sitzt, und erkennen in dessen Herzen das gleiche Juwel, strahlend, leuchtend, rein, ohne Makel, den Samen der Erleuchtung, und können diese Menschen unsere Liebe vorbehaltlos schenken, als den Träger dieser Kostbarkeit.
Wir denken an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht, und sehen in deren Herzen das gleiche strahlende Juwel. Das ihr Herz ausfüllt, den Samen der Erleuchtung, der durch Liebe zur Blüte kommen kann. Und wir schenken ihnen vorbehaltlos unsere Liebe. Füllen und umhüllen sie damit. Wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Und in jedem ihrer Herzen strahlt das gleiche Juwel, das wir überall in den Menschenherzen finden. Vollkommen rein. Und Liebe kann diesen Samen, der die größte Kostbarkeit ist, erwecken und blühen lassen. Wir umarmen sie und schenken ihnen unser Herz, ohne zu erwarten, das Gleiche zurückzubekommen. Wir denken an unsere Freunde, Bekannte und Verwandte. Und in jedem Herzen finden wir den gleichen Samen der Erleuchtung, das kostbarste Juwel, was alle von uns im Herzen tragen. Und wir können sie liebend umarmen, in unserer Zusammengehörigkeit, in unserer Gleichheit, als Träger dieser wunderbaren Kostbarkeit, ohne dass wir erwarten, dass sie das Gleiche tun. Wir denken an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Vielleicht haben wir sie heute getroffen. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Verkäufer, Verkäuferinnen, Postboten, Menschen, mit denen wir irgendetwas zu tun haben. Und in jedem Herzen sehen wir das strahlende Juwel, das ihr Herz erleuchtet,
den Samen der Erleuchtung. Und wir schenken ihn vorbehaltlos unser Herz. Voll Wärme, voll Liebe. Und sehen keinen Unterschied zwischen ihnen und uns selbst. Und wir denken an einen schwierigen Menschen in unserem Leben, über den wir uns geärgert haben oder der sich über uns geärgert hat, mit dessen Ideen wir nicht konform gehen, den wir ablehnen oder der uns ablehnt. Und in dieses Menschenherzen ist das gleiche Juwel zu finden, strahlend und rein. Beglückend, der Samen der Erleuchtung, der nur durch Liebe wachsen kann. Und wenn wir diesen schwierigen Menschen so sehen, dann gleitet die Schwierigkeit ab. Dann sehen wir ihn. Gleich mit uns selbst. Zusammengehörend. Und können ihn genauso liebend umarmen, wie die Menschen, die uns am nächsten stehen. Und jetzt schauen wir in die Herzen der Menschen hinein, nah und fern. Und überall finden wir dieses wunderbare, kostbare Juwel, ein Diamant, der in allen Regenbogenfarben strahlt, der Herz und Geist erleuchtet. Und so können wir jeden gleichmäßig lieben, denn überall existiert das gleiche Potenzial. Erst einmal verschenken wir unser Herz an alle die, die hier anwesend sind. Und dann an die Menschen in der Umgebung. Wir gehen immer weiter und weiter, soweit die Kraft unserer Liebe reicht. Schenken ihnen die Herzenswärme überall da, wo Menschen zu finden sind. Und fühlen uns zusammengehörig. Gleich mit ihnen. Auf dem Weg zur Läuterung zu einem hohen Ideal.
Wir denken an all die Menschen, die wir kennen, schenken ihnen unsere Liebe. Und dann an all die, von denen wir gehört haben oder nur ahnen, dass sie da sind. Und umarmen sie alle. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst und schauen wieder in unser eigenes Herz hinein. Und sehen ganz deutlich, wie dieser kostbare Samen der Erleuchtung in uns zum Strahlen gekommen ist, dadurch, dass wir unsere Liebe verschenkt haben. Es beglückt uns und beschützt uns und behütet uns. Und wir verankern dieses Juwel in dem Bewusstsein, in unserem Herzen, so dass wir jederzeit Zugang dazu haben. Und schenken diesem Juwel in unserem Herzen unsere innige Liebe, sodass dieser Samen blühen und gedeihen kann. Mögen alle Menschen den Samen der Erleuchtung in ihren Herzen finden und zum Blühen bringen.